Alright, ein ranziges Hallo. Ich habe eigentlich gerade schon mal aufgenommen, aber da lief Kaleidoskop und darauf habe ich gar keinen Bock. Und deswegen hoffe ich jetzt auf eine bessere Karte, denn ich möchte mir ganz gerne mal die Ämter angucken. Oh, Reclaimed, die habe ich ja seit Season 5 noch gar nicht gespielt. Kappa, also seit dem 12 Stunden Only diese Karte Stream habe ich so das Gefühl, ich kenne jeden Grashalm persönlich. Auf jeden Fall spiele ich diese Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwas frei? Och ja, ein Laser. Nee, das kommt hier hin. Da. Ansonsten noch nicht wirklich was. Aber mal gucken. So. Let's los. Die Karte ist so klein, wahrscheinlich ist sie komplett für TDM frei, oder? Könnte ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Wo spawnen denn die Gegner? Da hinten? Ich glaube. Moment. Hallo? Nö. Dann vielleicht hier. Nö. Da schwebt auf jeden Fall irgendwas. Aber ob das ein Gegner ist, weiß ich nicht. So, ich mach da mal auf. Target is down! Oh. Okay. Ja, Recoil ist so nahezu nicht vorhanden bei dem Ding. Krass. Also, ich sehe hier irgendwie kaum Gegner. Oh. Target is down! Da sind sie alle. Okay. Ach, da kam noch einer. Na gut. Also es teilt sich gerade irgendwie so auf, als wäre das hier das Friendly-Gebäude und das hier das Gegner-Gebäude. Das ist cool, dann, ja, gehen wir mal darüber. Dann weiß man ja, wohin man muss. Got one! Okay, also die Ämter ist schon crazy. Also wirklich. Die hat ja gar keinen Recoil. Also so null irgendwie gefühlt. I'll get you off! So, da ist das Gegnergebäude. Oder hat sich das jetzt verschoben? Ist das jetzt das Friendly-Gebäude? Nee. Ah, gut, auf Distance? Ja, schwierig. Auf Distance wahrscheinlich eher so ein bisschen Tab feiern. Das muss man ja irgendwie zum Beispiel mit dem RM68 gar nicht. Granate! Alles klar, okay. Nachladen. Also das erweiterte Magazin wird schon Sinn machen. Alright, alright, alright. Ich stell dir auch mal so eine Gun hin. Für die Extrapunkte. Markieren und so. Ist auch wirklich ganz komisch im TDM. Entweder es geht übelst die Action oder man sucht eine Stunde einen Gegner. Oh scheiße, Sniper ist natürlich nicht so geil. Ich glaube, da war was. Oh. Ohne Witz, einfach so unbelohnend, Teamplay zu machen in Battlefield 2042. Auf ein neues! Oh. Alter, die Gegner sieht man aber auch teilweise echt schlecht, finde ich. Oh, keine Gegner mehr im Gegnerhaus. Ja gut, dann wieder rüber oder was? Ich denke. Tango down! Oh, da hinten schießt was. Ich werf da mal eine Lucknate hin, vielleicht trifft die. Achtung, 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 Achtung! Nichts. Na gut, dann gehe ich jetzt da selber rüber. Enemy is down! Das war ein guter Revive. Thanks. So, ich werfe da nochmal eine Granate hoch. Das ist im Übrigen so eine neue Granate, die nochmal hochspringt und dann etwas höher explodiert. Ich habe mit dieser Granate nicht einen einzigen Kill gemacht. Entweder mein Wurfarm ist kacke oder die Granate oder beides. Durch den Smoke. Einfach so. Also ich finde das GEW 46, glaube ich, ein bisschen besser. Aber es ist ja auch immer so, ne, je nachdem, wie man mit einer Waffe klarkommt. Aber die ist schon krass. Also, muss ich schon sagen. Oh. Da kamen wieder Schüsse an. Dann gehe ich mal hier hoch. Moin. Oh, ist ein Mate. Cool. Bisschen Munition hier mitnehmen. Kostenfreie Muni, immer gut, ne? So, und jetzt, warte, pass auf. 360 Fallschirmsprung. Aua. Got
Manchmal finde ich das echt ein bisschen schwierig, Gegner zu sehen. Wenn die... Da jetzt zum Beispiel, den siehst du halt gar nicht, ne? Irgendwie. Also wenn die nicht markiert sind, dann, nö. Ja, ich dachte jetzt hier, das wird die absolute Abgehrunde mit dem MTA. So wie, mit dem GEW46. Ich verlinke das hier nochmal irgendwo. Die Runde... Uiuiui, das war crazy. Aber... Ja, das war's schon wieder. Victory. 16-11. Das war eine absolute Scheißleistung. Schön, dass hier unten steht, Playing in. Und dann die Sekunden. Wäre nett, wenn da auch die... Also die Karte wäre halt schon... Ach, komm, ey. Flashpoint, ja, okay. Habe ich denn schon? Ja, habe ich schon. Warte, das kommt hier hin und das dann so. Nice. So, also Extended Mag und rein da. Einfach Dauerfeuer. Einfach gedrückt halten. Perfekt. Ich gehe mal hier runter. War eine gute Entscheidung anscheinend. Das hier wollte ich, danke. Oh, das ist gut. Und jetzt noch 30 Schuss übrig haben. 29, aber, ne? Versus, ja, mit dem Extended Mag. Ja, ja. Ja, schon besser. Let's los. Oh, geiles Scope. Mein Lieblingsscope freigeschaltet. Hey, da kann ich jetzt das Scope drauf machen. Geht noch nicht, dafür muss erst die Runde vorbei sein. Okay. So. Einfach so. Weil ich sauer bin, weil ich das Scope nicht drauf machen kann. Bam. Wo sind die Gegner? Da. Oben drauf. Dangerous location. It's close to me. Tja. Ich hätte vielleicht mal McKay oder so nehmen sollen mit dem Grappling Hook. Alter, dass halt auch wirklich gar nichts davon kaputt geht gerade, ne? Lol. Das ist schon peinlich für ein Battlefield, dass so wenig kaputt geht, finde ich. Auch wenn es sich mittlerweile ganz gut gemacht hat, die Zerstörung. Boah, gerade wenn man sowas wie Battlebit spielt. Oh, shit. Ist halt schon crazy. Wo? Da. Boah, Alter. Hey, also, komplett kein Recoil, wa? Ich muss mir das gerade mal angucken. Also, ich mach gar nichts. Ey, die geht also ganz entspannt nach nur links oben. Und jetzt, wenn ich ein bisschen gegensteuer. Alter, das ist... Okay. Okay. Das ist nahezu kein Recoil. Wirklich, also... Unfassbar. Okay, die Waffe ist schon ziemlich krass. Ich glaube, man muss sich einfach nur mal kurz ein bisschen einspielen. Und dann geht das schon übelst rein hier. Ich höre hier überall Steps. Okay, den habe ich nicht mehr erwischt. Ja, GEW46. Ja. Also ob das jetzt eine neue Lieblingswaffe wird von mir oder eine Waffe, die ich öfter spiele in Battlefield. Na, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dann greife ich doch lieber wieder zum GEW46 oder zur RM68. Einfach überall Steps hier. Ja, gut, mit dem erweiterten Mag ist halt schon nice. Ich weiß, ich wiederhole mich, glaube ich. Kann das sein? Reloading. Mit dem erweiterten Mag ist halt schon... Nein, Spaß. Okay. Reloading weapon. Okay, okay. Oh Gott. Mist. Ich wollte eigentlich auf den Stahlträger jumpen. Aber das war wohl nichts. Dann laufe ich jetzt... Och nee, Treppen laufen. Schiebetür. Schiebetüren in dem Shooter. Schiebetüren in einem schnellen Shooter. Ich weiß ja nicht. Hier waren Steps. Oh. Nachladen! Lade nach! Hab nachgeladen! Werde gleich bestimmt nochmal nachladen! Sag ich doch! Ah, doch nicht! Schiebetür in einem schnellen Shooter. Oh, warte mal, Déjà-vu. Okay, okay, okay. Da ist noch... Oh, hier ist noch ganz schön viel. Ich werfe nochmal diese wunderbare, tolle Springgranate. Oh, cool. Ein Hit. Ja, Moment. Ich wollte mir ganz kurz... Ich wollte eigentlich an die Leiter. Scheiß drauf. Macht nix. Dann halt einfach hier lang. Oh, fuck! Passt hier nirgendwo hin.
Doch hier. Toll. Ready! Watch for them! Oh, da kam eine Smoke. GEW-46. Tja, also ich denke, das GEW-46 wird weiterhin erstmal meine Main-Waffe bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich für die mittlerweile schon alles freigespielt habe. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was aktuell eure Lieblingswaffe ist in Battlefield 2042. Oh, ich habe schon wieder ganz viele Steps nach da oben hochgelaufen. Okay, ist gerade für mich ein bisschen doof, da hochzukommen. Wobei, hier ist ja eine wunderbare Leiter. Mal gucken, als ob das jetzt funktioniert. Ach so, hier ist schon alles entspannt. Oh! Jo, alles klar, das war vielleicht ein bisschen zu viel Dauerfeuer. Aber ich habe ja hier noch so eine Riesensniper dabei, die mir leider auch nichts gebracht hat. So, jetzt gehe ich aber mal als McKay rein. Ja, einfach mal Dauerfeuer in Richtung Dach. Oh, da ist, glaube ich, einer auf dem Dach. McKay, beste für TDM einfach. Ja, der Grappling Hook in Kombination mit der Waffe spielt sich schon besser. Ich wollte hier gerne durch. Entschuldigung, kann ich hier... Oh, ja, okay, danke. Target down! One second, I got you. Hooks in. Das war ein krasser Move, Mann. Gut, dass ich als McKay reingegangen bin, um diesen Move zu ziehen. Oh Mann, ey. Ja. Und was mache ich jetzt hier? Oh, Sniper-Beschuss, glaube ich. Oh. Oh, schon vorbei jetzt, wa? Okay. Dieses Mal... Oh ja, okay, zeig mir nochmal die Map 26-7. Naja, schon besser. Also, Emta ist ganz nice. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuzocken. Daumen hoch, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Einfach ein bisschen Futter für den Algorithmus und Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.